Also auch wenn jemand irgendwie ein richtiger Faschonachläufer ist, kann man es trotzdem Ja, nicht verdienen, wenn da jemand stirbt. Also, unser ja. Beileid raus an die Angehörigen von Hitler. Es tut uns wirklich leid, dieser Verlust muss schwer für euch wiegen. Ja. Ja, Tino, weißt du, was wir machen müssen ab jetzt immer? Einen Podcast aufnehmen. Das wäre richtig gut, Alter. Das wäre eine revolutionäre Idee Sollten jetzt. einen Podcast starten, Robin. Ohne Scheiß, du und ich. Das wäre Wie so wär's lustig. mit Schach mit Tauben als Namen? Ja. Klingt gut, oder? Ja, ich fand auf Brennpunkt Internet nicht schlecht als Name, aber irgendwie auch nicht so griffig, Ja, ne? ich weiß nicht, es klingt so nach Assi-TV. Ja, hast du recht. Lass mal lieber. Nein, weißt du, was wir jetzt immer machen sollten, ist die Bewertung aufschreiben. Ich habe das letzte Woche angefangen und ich habe ein bisschen Schauer zu mir davor, vor der Vorstellung, das irgendwann mal retrospektiv für alle Folgen zu machen. Ich hatte das mal irgendwie so ein Stück weit gemacht, aber sehr am Anfang. Und dann habe ich überlegt, wenn wir einfach immer direkt nach der Folge aufschreiben, was wir für Punkte gegeben haben. Das ist Ich der habe die auch Wahnsinn. mal notiert, als ich mein Büchlein hatte, habe ich auch mal drauf geschrieben, Siehst welche. du, scheiß Digitales wieder, ne? Ja, eben sage ich doch, der Fortschritt, der lohnt sich nicht. Der Fortschritt, der wird sich nicht durchsetzen. Ich denke auch. Wir haben jetzt Folge 195. Letzte Folge hatten wir nur zwei Uiuiui. Punkte vergeben. Das steht Ja. nämlich hier in meinen Notizen. Ich fände es dann mal interessant. Vielleicht findet sich ja jemand, der sagt, okay, jede Woche höre ich mir noch die letzten 5 Minuten von den ersten 10 Brennpunkts an oder so. Und macht da, weißt du, nimmt uns die Arbeit ab im Grunde. Der bekommt dann einen Preis von uns. Ja. Der darf dann irgendwie. Wahrscheinlich kommt dann irgendein Troll und denkt sich irgendwelche Zahlen aus. Ich weiß genau, dass Wahrscheinlich. irgendwie Folge 8 oder so Christchurch war. Ja, könnt ihr mich ja nicht hier aufs Glatteis Ich bringen. dachte sogar später, irgendwie Folge 10, als wir auf dem Klo saßen im Atrium, da haben wir auch Das war über gut. Christchurch gesprochen, dachte ich. Echt? Na, dann vielleicht noch Nachbeben oder Kann so. auch sein, ja. Der Alligator-Song übrigens, sehr gut. Gut, Best Song ja, of the also Year. Punkte aufschreiben, das war Können wir gerne punktlich. machen? Also ich mach das einfach. Mach das, Ich hab mach das jetzt das. einfach bestimmt, Dino. Toll, du kannst dich gar nicht gegen wehren. Dann halt nicht. Aber hallo Leute, das war der Cold Opener. Wir sind Brennpunkt Internet. Wir sind Tino Ranacher und Robert Habeckarafu. Gefällt mir. Denn ich habe nie die Heizung an. Und Ist das so? Bist du völlig heizungslos, glücklich? wozu, ja, wozu? Guck mal, ich habe eine dicke Decke. Aber Ich habe einen PC, der den Raum heizt. als es richtig, richtig kalt war, so richtig Minusgrade, auch dann nicht. Also wir hatten, glaube ich, diesen Winter keine minus 20 Grad. Von Nee, aber als daher. es schon so minus 5 war, da haben wir schon noch bei uns Die geheizt. Nachbarn heizen doch mit. Bei uns nicht Also so viel ich leider. habe. Der Ablesemann war ja da vor 3 Wochen. Gleiche Wert wie beim letzten Mal. Echt? Ja. Kann auch irgendwas kaputt sein, ne? Nö, ich habe die Heizung halt nicht angehabt. Also Aber. nicht insgesamt, sondern meine Heizung. Man sieht doch hier jede einzelne Heizung. Ach so, ich dachte jetzt auch wegen Warmwasser und so muss man ja auch das irgendwie Ja, sehen können, nee. ne? Also Warmwasser verwende ich schon hier und da mal. Ja. Für die Badewanne oder so. Aber seltener auf jeden Fall das letzte Jahr über. Leute, schön, dass ihr da seid. Wir wünschen euch ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir werden die vergangene Woche für euch ein bisschen Revue passieren lassen, einordnen und mit spitzen Fingern anfassen, sezieren und wirklich mit chirurgischer Präzision Satire an ihr anwenden. Manchmal auch mit salzigen Fingern in die Wunde einfach rein. Genau so muss das sein. Zunächst aber, Tino, vielleicht wieder mal ein paar Anekdoten in eigener Sache. Du hast gestern Dudelsackmusik gehört, ist auch schön. Ja, Jam Session Erfurt hat Spaß gemacht. Gut. Ich habe Video geschnitten, was ähnlich actiongeladen war. Nee, ich habe dann auch echt, also es wäre natürlich schön gewesen, mit euch Zeit zu verbringen, ja. Aber ich habe wie Franz gestern dann doch einen ruhigen gemacht, beziehungsweise habe ich. Arbeit geht vor. Ich habe einen Film geschnitten, wobei ich natürlich das Wort Film immer ein bisschen anders verwende als Herr der Tarantino. Otto-Normalverbraucher, der heteronormative Cis-Mann. Ja. Der verwendet das Wort Film etwas anders als ich. Und zwar nenne ich ja auch immer meine Ultimate Prank-Movies, sind ja für mich auch Filme. Aber im Prinzip ist es so, also wenn Jackass 1, 2, 3, 4, wenn das Filme sind, ist das auch ein Film. Ist Wenn auch ich die einzelnen Prank- Szenen halt hintereinander schneide, ein so. bisschen so wie Bands, ne? Wenn die Singles rausbringen, dann machen die ja erstmal die Singles einzeln, danach als Album zusammengefasst sozusagen. Das machst du ja irgendwie auch, ne? Ja,
Das mache ich ja auch mit Ranzmusik genauso tatsächlich. Also. Aber machst du auch, wenn du deine Prank-Movies machst, auch echt nur Sachen, die du schon veröffentlicht hast? Oder sind auch manchmal noch Schmankerl dabei für Fans, die... Da sind hin und wieder extra Sachen dabei. Vor allem schneide ich natürlich die Endcards und all sowas weg, damit es ein schöner Schaufluss ist. Und ich glaube 2018, also Prank Movie 8 oder so, habe ich das einmal gemacht, mit Herodes so Zwischenmoderationen zu machen. Ich fand, das war anders, aber nicht unbedingt besser. Aber es hat halt dann eher diesen Charme von so einem Jackass-Film, wo auch halt zwischendrin irgendwas erzählt wird. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, um das richtig geil zu machen, müsste man das wirklich schon mitplanen. Und während man das Video dreht, halt mit den Leuten, die daran beteiligt sind und so, wenn die halt mit dir irgendwie mal filmen oder so, dann kommt das, glaube ich, geiler, als da hinterher noch so eine Moderation reinzudrücken, die irgendwie Jahre später aufgenommen wurde. Ja, oder Monate. Stimmt. Und das Audiokommentar drüber wäre auch witzig. True, ja. Aber das wäre separat auf jeden Fall nochmal. Ja, ja, genau. Also als Podcast Ding. Oder so. Ihr könnt ja einfach mal den letzten Prank-Movie von Robin angucken und Brennpunkt parallel hören. Das ist auch wirkt auf den Audiokommentar. Ja, dann habe ich auch keine zusätzliche Aufgabe mehr. Siehst du? Nein, aber ich habe ja gar keinen Prank-Movie gemacht, sondern Susie Lee, The Movie. Susie Lee? Ja, das wird jetzt den wenigsten von euch irgendwas sagen, aber mir bedeutet das tatsächlich sehr viel. Ich werde da wahrscheinlich auch einen Begleitstream zu machen, wenn ich das dann veröffentliche und das genau erklären. Und zwar habe ich all meine ganz alten YouTube-Anfänge zusammengekratzt, die ja Skate 2 und 3 Gameplay sind. Also mein erstes Video mit 100.000 Aufrufen war ein Skate-Video. Ich habe auch ganz früh halt schon dieses Carsurfing und so gemacht, also so Echtleben-Footage, aber ich habe auch die ersten 2 Jahre eigentlich überwiegend fast nur diese Gameplay-Edits gemacht. Und ich habe die mir rausgesucht, jetzt alle wieder, sind nicht mehr alle in wirklich guter Qualität da, aber es ist ausreichend. Und ich kann es ja auch so noch ein bisschen aufwerten, die Schärfe vielleicht ein bisschen hochdrehen und so. Und es ist echt einfach gut gealtert. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber Skate 3 hat im letzten Jahr, letzten 2 Jahre auch nochmal so einen krassen Boom gekriegt. Also es ist ein Videospiel. Eine Renaissance. Ja, ist wirklich so. Das ist ein Videospiel, falls du das nicht wusstest. Dachte ich mir schon. Und das ist wirklich... Es ist natürlich dafür, dass ich irgendwie 18 war, scheiße, aber eigentlich ist es trotzdem noch geil, weil ich hab halt auch so viele Glitches entdeckt. Ja, ich will mich jetzt ja nicht zu sehr hypen für so einen Scheiß, ja. Aber ich habe halt in dem Spiel Glitches entdeckt und die groß gemacht und so, ja. Den Jedi-Glitch zum Beispiel, dass du dein Skateboard so anheben kannst und so mit 300 km/h hinter dich pfeffern, und habe damit so Trickshots gemacht im Spiel. Oder habe so ganze Edits gemacht, habe mich angezogen wie Faith von Mirror's Edge, was auch ein Videospiel ist, und habe das so nachgemacht. Und auch übelst schlecht damals mit der iToy-Kamera, die irgendwo da noch liegt, glaube ich. Ach Gott, ja. So richtig schlecht Ton aufgenommen und nicht mal am eigenen PC das alles geschnitten, sondern bei einem Kumpel zu Hause. Dem ging ich da immer auf und sag, ey, hier, ich habe neue Gameplay-Footage, kann ich das mal zusammenschmeißen? Und dann hat der immer Gamecube gezockt oder so, während ich da an seinem PC den occupied habe. Und deine ersten Supporter sozusagen, ne? Daher kam das ja überhaupt, dass so viele Nicht-Deutsche die Videos geguckt haben, obwohl wir die in den Videos immer Deutsch geredet haben. Und dann habe ich ja angefangen so, was weiß ich, Retirement Home Prank, ja, wo wir bei den Rentnern im, wie sagt man auf Deutsch, Retirement Home? Im Altenheim, ja. Schweres Wort. Als wir im Altenheim waren, da habe ich dann Untertitel gesetzt, weil dem Video davor hieß es, ey, ich will das verstehen, was ihr da macht. So. Dann lern Deutsch. Genau, aber so kam das, weil die Zielgruppe durch die Skate-Videos war natürlich international, aber wenn ich dann ein deutsches Video von mir im echten Leben hochlade, versteht das natürlich keiner. Und deswegen habe ich schon immer Untertitel gemacht. Wie dem auch sei, ich habe all diese Footage zusammengekratzt, 1:50. Ein Machwerk sondergleichen. Vor allem ist es halt voll mit richtig geiler Mucke. Also selbst wenn Gameplay nichts für dich hat, irgendwie, das ist halt eigentlich ein 2 Stunden langes Musikvideo, wenn du so willst. Und ich bin richtig gehypt, das fertig zu machen. Und das, ich weiß noch nicht, wann ich genau das, das muss ja auch gut platziert sein. Das wird wahrscheinlich auch nicht auf dem Hauptkanal sein, aber das werde ich dann hochladen. Vielleicht noch mit einem Erklärvideo dazu, weil das ist wirklich... Das ist, Achtung, das ist alles schwarzer Humor. Nein. Das ist nicht ernst gemeint. Da ist kein schwarzer Humor. Also ein bisschen. Also, ja, weiß ich nicht. Das finde ich mal lächerlich bei irgendwelchen Videos, aber so YouTube-Kacke, diese Disclaimer vorher, mal so ein bisschen sich distanzieren. Der macht das doch nicht, wenn du Angst hast vor Reaktionen. Also, ich finde das lächerlich. Das macht keinen Witz besser, wenn du davor schreibst, das ist schwarzer Humor übrigens, ne? Können Leute verletzen. Dass wir den Attentäter wie ein Amokläufer in die Schule kommt und sagt, Achtung,
Das ist nicht ernst gemeint. Ich erschieße jetzt die Kinder, aber... Also ein bisschen weit hergeholter Vergleich, aber okay. Finde ich nicht. Da, vorher etwas warnen macht Dinge nicht immer besser. Na gut. Übrigens vergewaltige ich sie jetzt. Passen Sie auf, ne? Nur als Disclaimer. Okay, Deal. Also... seid da gespannt drauf. Ich weiß, das klingt jetzt für viele Leute so, oh, was soll mich das interessieren? Aber ich glaube, also ich habe das gesehen und ich habe direkt gesehen, Alter, wie geil das eigentlich war. Ja? Mhm. Das ist wirklich, also das, da sieht man auch die Anfänge zu den Prank-Videos einfach, weil ich halt da angefangen habe, so auf Musik zu schneiden und auch mal Musik setzt aus, ein Gag passiert, Musik setzt wieder ein und so. Mhm. Das ist da alles schon drin und das ist... Oh, ich brenne da richtig für und bin richtig gespannt, das mal im Stream vorzustellen, beziehungsweise halt so, ne, das Video hochzuladen und dann irgendwie einen Tag später Stream zu und hier, guck mal hier, guck mal da. Ja. Ja, weißt du, was meine Anfänge waren damals? Was? Ich habe mit Windows Movie Maker, da habe ich irgendwann mal entdeckt, wo ich so 12 war oder so und habe echt so irgendwelche AC/DC Live-Konzerte und Guns N' Roses Live-Konzerte genommen und habe halt... neue Songs drüber geschnitten, irgendwelche dummen Songs wie Tacos Day at in Tayo, als würden die das halt irgendwie performen. Ja. Hab das halt von bestimmt 20 Videos geschnitten. Oder irgendwie nicht YouTube-Kacke, aber auch so manchmal Dinge zusammengeschnitten, die halt irgendwie funny sind, die keinen Sinn ergeben. Und später habe ich angefangen mit sinnlos Telefon. Es ist ja dieses, wo so Prank-Call war im Radio irgendwie, Opa Ungar, ich bin 84. Ich würde gerne Karottencreme bestellen, die schmeckt mir immer so gut. Aber sie müssen sich doch ins Gesicht auftragen und nicht essen. Also irgendwelche komischen Pranks, die da gemacht haben, ne? Aber hast du es geschnitten oder selber angerufen? So. Und wir hatten davon irgendwie 5 CDs von diesen Pranks von Sinnlos Telefon. Und habe ich halt Instrumentals gehabt von Falco, von Rammstein, keine Ahnung. Mhm. Habe dann quasi aus den Samples von Sinnlos Telefon Songs geschnitten. Mhm. So, zum Beispiel gab es eine Figur, die hieß Werner. Harry Werner, der hatte eine Frau, die Mandy hieß. Mhm. Da habe ich halt das Genie von Falco Mandy gemacht. Irgendwie, Mandy, Quidley, I see. Und immer so zwischendurch immer so, ja, wir waren zusammen einkaufen und so. Da habe ich dann zusammengeschnippelt. Und es waren, ich habe 3 Alben daraus geschnitten, die ich echt immer noch wieder suche irgendwie. Und die finde ich nicht mehr. Das waren so meine ersten Anfänge mit einem Rechner und einem Schnittprogramm. Witzig. Irgendwelche dummen Videos, die aber nie hoch, also glaube ich fast nie hochgeladen. Ich habe 1 mal hochgeladen, bis es aber dann gesperrt worden ist durch Urheberrecht und so. Schweine, das war damals wahrscheinlich noch GEMA mit diesem Blog-Schild. Nee, es war noch früher MyVideo oder Clipfish oder so. Es war also, wo ich echt dachte, MyVideo ist das Beste. Das ist von diesen 3 Alternativen. YouTube, Clipfish, MyVideo. Ich war so Team MyVideo. Ja. Aufs falsche Pferd gesetzt, wie immer. War, glaube ich, die deutsche Seite. Oder Clipfish ist auch deutsch, ne? Ja. Kann sein. Oder MyVideo ist nicht deutsch. Egal. Aber die waren gleichwertig anfangs, weißt du das noch? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch, es gibt ja dieses sagenumwobene DHIA Volume 1, was nie jemand sehen darf. Aber DHIA Volume 2, also wir in unserer, die Hallenmuttis in Aktion, wir in unserer Skatehalle, das haben wir damals auf MyVideo hochgeladen. Siehst du? Also mein erster Upload war MyVideo und nicht YouTube. Meine auch, ja. Eieiei. Dann kam Pornhub relativ schnell. Ja, ja. okay, was ich noch sagen wollte, was du mich erinnert hast, noch weit vor PC irgendwas, ich hatte eine Kassette und ein Radio, wo ich Record drücken konnte und da habe ich sowas ähnliches gemacht wie du. Mhm. Ich habe Ärzte-Songs genommen und die so ausschnitthalber hintereinander, also so nachts ging er durch eine Straße und sah Friedenspanzer und dann so eine Geschichte zusammengeschnitten, aber halt übelst aufwendig, weil ich immer auf Record, also auf Record, ne, bei einer fucking Kassette. So, und habe aber eine CD eingelegt, so eine gebrannte CD, hat mir meine Schwester irgendwann mal geschenkt, hat alle Ärzte-CDs gebrannt. Und, als Sicherheitskopie, ne? Genau. Ach, die hatten nie Kopierschutz, die hatten ja immer hinten drin diesen Stinkefinger drauf, die Ärzte, die haben gesagt, das ist okay. Da kamen so Songs wie Bitte tut das nicht, ne? Ja, das ist ja ironisch. Naja. Naja, auf jeden Fall ein großer Spaß, Leute. Ich bin fröhlich und ich hoffe, ihr freut euch da drauf, auf all das. Ich hatte auch so ein Mini-Radio mit einem Mikrofon, wo ich halt Kassetten abspielen konnte, aber auch sprechen konnte, wie so durch den Lautsprecher. Ja. Und es gibt von mir noch Aufnahmen, wie ich so 4, 5 Jahre alt bin oder vielleicht auch noch jünger. Wir waren in Ungarn im Urlaub und ich habe die ganzen Kinder da unterhalten. Ne? Wir waren auf irgendeinem Campingplatz und ich habe da meinen Rekorder ausgepackt und dann habe ich so eine Anmod gemacht. Hier, jetzt kommen von den Schlümpfe Blau, Double D, Double Die. Ich habe dann immer so Musik gemacht, dann haben sich alle getanzt, die Kinder, dann das war eine Schlümpfe, jetzt kommt von die Doofen und so. Da war ich echt so, damals schon Radiomoderator gewesen. Schon Podcaster gewesen als Kind. Ja. Alle Eltern, hat es furchtbar genervt auf dem Campingplatz. Meine Eltern fanden das übelst lustig und die Kinder auch richtig geil. Und die waren auch eher meine Zielgruppe, die Kinder. Deswegen habe ich mir gedacht, ich
wissen die Erwachsenen egal, die langweilig sind, in ihre Ruhe wollen. Ist bei mir heute auch so, mit meinem Content. Zielgruppe sind auf jeden Fall die Fünfjährigen. Deswegen mache ich so flippige Jump-Cuts da rein. Wer auch flippig ist, das ist die Band, die gestern am Freitag beim deutschen ESC-Vorentscheid gewonnen hat. Also Tino, bei dir hätte ich jetzt erwartet, dass jetzt die Flippers kommen, aber ich bin relativ sicher, dass die nicht beim ESC sind. Die Flippers sind nicht, leider, da verleben ja auch nur noch zwei, die sind ja aufgelöst sozusagen. Obwohl es funny wäre, wenn die sich einen dritten dazu holen würden. Aber hast du gerade ganz elegant zu den News übergeleitet? Ja. Geil. Dankeschön. Wäre das nicht geil, irgendwie, wenn hier die Flippers, der Tote heißt ja Manfred, wenn Bernd und Olaf Till Lindemann dazu holen würden, würden die Flippers 2 machen. Dann könnte der sich Till Lindemann-Fred nennen. Ja, zum Beispiel. Ja. Die Ausflippers. Wäre schon richtig cool. Würde mir gefallen. Die rote Sonne von Barbados. Und das dann in jedem Lied. Geile Idee. Jedenfalls, ESC-Vorentscheid war am Freitag. Ja, Lord of the Lost habe ich gelesen. Lord of the Lost, genau, habe ich hier schon. Nee, was genau? Nee, ich habe das selber gelesen, Tino. Nicht in deinen Notizen, keine Sorge. Ich habe recherchiert. Ja. Nein, ich bin eigentlich komplett zufällig durch das deutsche Subreddit drauf gestoßen. Und zwar war es so, dass die Jury gewotet hat. Und die Jury hat wieder für die 0815 Loser gewotet, die andauernd gewählt werden, aber halt nie was reißen, weil die diese generische Drecks-Pop-Musik machen. Und das Publikumsvoting war genau konträr dazu. Sag mir bitte, was zur Hölle ist Lord of the Lost? Das ist so eine Dark-Rock-Band, sagen sie selber zu sich. Also so ein Lordy-Zeug. Naja, also schon so rockig, ne? Mit auch so Fetischkostümen, so Lack und Leder irgendwie ein bisschen auch. Mhm. Und waren lange Zeit, also waren schon erfolgreich irgendwie auf eine Weise, ne? Also relativ konstant. Da ging es dir wohl mal nicht so gut durch Corona und dann hat der Sänger angeboten, dass man ein Feature kaufen konnte mit ihm. Und ich habe die kennengelernt durch ein Falco-Musikvideo, denn der Sänger... Du schaffst es immer wieder, deinen Falco hier reinzuplacken. Ich könnte meinen, du machst Product Placement für den Mann. Weil er überall ist, ohne Scheiß. Immer wenn ich irgendwas kennenlerne, zum Beispiel war ich ein Riesenfan von Katja Burkhardt, ja, als ich RTL noch geschaut hatte, als Jugendlicher. Ja. Und deren Ehemann war Falcos Manager früher. Überall so ein Connections. Egal, was ich mache, ich finde immer Connections. Und da auch. Und es gibt einen Song, der kam nach seinem Tod raus, 2008 oder so, 2009. Der hieß Kissing in the Kremlin. Also Küssen im Kreml. Das ist ein bisschen Russland. Ist das nicht kritisch dieser, ist. Das ist doch dieses kleine süße Tier, was ich nachts voran... Dachte ich erst. Das war erst mal lesen, so ein Kremlin-Küssen, verstehe ich nicht. Ja. Aber da geht es um den Kreml. Und jedenfalls haben die ein Musikvideo gedreht und da war der Hauptdarsteller der Lord of the Lost Sänger, was ganz süß war, also ein süßes Musikvideo war, genau, da kenne ich die. Ist es nicht ganz krass, meine Musik, aber ich habe so persönliche Verbindungen zu denen, weil ich habe eine befreundete Band, die zu denen Connections haben, deswegen habe ich da mal reingehört. Tino, ich sehe hier doch anhand der Bilder, die ich hier gerade durch die Recherche sehe, das ist doch die nächste Weimar Band. Die sehen doch genauso aus. Da kommt jetzt eigentlich raus, dass die rechte Texte in ihrem Graule oder was die machen, verstecken. Die machen, glaube ich, englischsprachige Musik und sehen auch so, ja, so Mechanical Romance-mäßig aus, eine schwarze Kostüme. Und singen irgendwie die da von der Master Race, oder? Nee. Okay. Und so weiße Gesichter, ein bisschen geschminkt. Also machen schon was her optisch. Ja, Weimar auch. Ich habe den Song jetzt noch nicht zu Ende gehört, nur mal reingehört. Das spricht sehr für das Lied. Nee, ich habe halt, es gab so einen Zusammenschnitt von den Vorentscheid-Leuten und da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es geil war, aber ich höre noch mal komplett rein. Oh. Aber sie machen optisch was her, sind auch international ein bisschen bekannter, also deswegen kann es passieren, dass sie auch was reißen dort ein bisschen. Na gut, da bin ich mal vorsichtig gespannt. Also ich höre rein, jetzt kommende Woche und kann euch nächste Woche mal eine Prognose abgeben, wie weit die es machen. Ja, die haben auch relativ hoch gewonnen, ne? Fast doppelt so viel wie der zweite, wenn ich das hier richtig... Aber auch vor allem der zweite ist Icke Hüftgold. Was ist denn da los? Fand ich witzig tatsächlich. Ich hab den Song gehört und dachte, das wäre auch mal witzig. Aha, Tino, aha. Also ich sage immer hier ironischerweise Malle-Musik feiern, beziehungsweise gar nicht so sehr ironisch. Und na, Malle-Musik, das ist Schmutz. Ist ja auch irgendwie Schmutz, aber ich fand den Song, glaube ich, irgendwie witzig. Ich habe ihn auch nicht ganz gehört, auch nur im Zusammenschnitt. Ja. Aber der Rest so... Der Rest, Will Church. Will Church war halt von der Jury ganz oben und das ist halt so dieses hässliche Radio-Gedudel wahrscheinlich. Ach, guck mal, wie unglücklich er hier ist. Oh, nee. Der war nämlich zwischendrin super happy, weil er ganz oben war, der Will Church. Tja. Warte, hier, Vergleichsbild. Das ist seine Reaktion noch. Wir fahren. Als nur die Jury gewordet hat. Wir fahren nach England. Der hatte halt 90 Punkte allein von der Jury und dann nur 111. Lord of the Lost, wie viel hatten die von der Jury?
Oh, falsches geladen. Entschuldige mal, Leute. Jetzt ist hier ein Hänger. Lord of the Lost. In der Mitte so, 34. Nur vier Punkte. Das ist die Jury. Ach so, okay. Nee, weiß ich nicht. Ich kenne mich nicht aus. Du bist doch die ESC. Ich hab's nicht gesehen. Ich war gestern in Dudelsackmusik hören. Aber Tino, was ist los mit dir? Du guckst doch immer ESC. Ja, aber nicht den Vorentscheid. Der ist meistens nicht so spannend. Ah, I see. Weil selten die gewinne ich, den geil finde. Na gut. Und beim ESC ist es auch meistens so. Schwierig. Du hast ja auch einen Song veröffentlicht, habe ich gesehen am Freitag. Da habe ich dich in einem Video entdeckt. Ach so, ja, habe ich. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, weil ich habe in diesem Lied nicht gesungen. Ich habe in diesem Lied nur gerufen, möchte ich sagen. Sprechgesang quasi. Ich war, wo wir gerade, da können wir perfekt die Kurve kriegen, nämlich als ich das Video Retirement Home Prank, ne, also Your Time Has Come, das habe ich vor 10 Minuten erwähnt, da habe ich das erste Mal und das einzige Mal, fürchte Gott, den Schweinepriester gespielt. Aha. Und damals halt auch wirklich im Intro des Videos ist es noch so, dass ich so mich umziehe mit der Benny Hill Musik und von normal diese Priesterrobe anmache, anziehe, die wie haben wir, also wie ist das eigentlich gewesen? Warte mal, was war denn das für eine Robe? Ach, das war einfach, das war nicht die Priesterrobe, die der Vatikan hat, ich habe noch so eine andere schwarze, das ist einfach nur so ein schwarzer Umhang, aber es sieht ähnlich aus. Auf jeden Fall fürchte Gott, der Schweinepriester in einem Song, wirst du nicht kennen, die Band Traumfresser, die jetzt nur so Halbband ist. Hast du schon öfter erzählt, ja. Ja, und da war auch so ein Schweinekopf mit dabei. Ich kenne mich da gar nicht mit aus so. Aber ist auf jeden Fall ein Banger-Song. Sollte man mal reinhören. Traumfresser findet man ja auch auf Instagram. Stimmt, und der Song heißt Roboter Tanzmann. Und der ist sehr gut. Bin ich gespannt, hör ich mal rein. Da gibt's am Ende eine Gastrolle von mir. Und da hab ich so geschrien wie mein Leben noch nicht, du. Klang lustig. Ja. Klanggerüst gestern. Ja, gestern Klanggerüst Jam Session. Kann ich Leuten nur empfehlen, die mal spontan Musik machen wollen. Auch wenn du nicht so gut bist. Also ich habe auch das Gefühl, dass das Publikum bei Jam Sessions auch sehr verzeihend ist. Weil es gab auch einige schiefe Töne gestern und es ist irgendwie okay. Jetzt habe ich schon wieder die Idee gekriegt, bei sowas doch mal mitzumachen, Kamera aufzustellen und dann so richtig schlecht zu spielen. So, Willkommen! Ja, alles auf der Bühne. Fang einfach mal bei A an und guck mal, wo wir hinkommen. Ja. Du so, alles klar. Ja, das wäre schon witzig. Ja, was weniger witzig ist, ist Andrew Tate. Der ist ja im Knast seit langer Zeit mittlerweile und das wurde jetzt irgendwie auch nochmal verlängert oder so. Aber es gibt ja noch keine finale Verurteilung, es ist halt noch Untersuchungshaft oder wie du das halt nennen willst, in diesem dritte Weltland, wo der sich befindet. Das habe ich jetzt leider nur gesagt, weil ich gerade nicht mehr, weil ich glaube Rumänien ist es. Bulgarien oder Rumänien. Irgend sowas. Es ist kein dritte Weltland, Leute. Ja, das war jetzt, das ist ein gutes Land, ist kein Shithole. Egal, aber es gibt wohl eine Diagnose, dass der Lungenkrebs haben könnte. Oh. Also, also die Diagnose sagt, er hat Lungenkrebs, aber ich weiß nicht. Kann ja auch lügen, die Diagnose. Ja, naja, das Internet ist halt das Internet, ne? Deswegen mit einer Grain of Salt hier bitte. Aber irgendwie ist es halt schwierig, weil er die Untersuchung gerade nicht kriegen kann, weil er im Knast, also in diesem Dings, und das wäre dann eine Death Sentence, heißt es hier. Es könnte aber auch eh schon sein, dass es zu spät ist, da was zu machen. Vielleicht ist es Bullshit, ich wollte es ja nur mal erwähnen, aber wir wünschen es ihm nicht, ne? Er ist ein riesiges Arschloch, so eines der größten, was es auf der Welt so gibt, aber ich muss es sagen... Es gibt Leute, die sagen würden, da würde ich jetzt nicht trauern, wenn das der Wahrheit entspricht. Ja, aber dennoch würde ich sagen, er muss jetzt nicht krank sein, das wäre doof, aber so. Er kann gerne in Haft bleiben. Dunkler Fleck auf der Lunge, Andrew Tate bleibt trotzdem weiter in U-Haft. Ja. So, der umstrittene Andrew Tate leidet mit Wucherungen in der Lunge. Also da ist schon was dran. Und jetzt. Wenn es die Medien sagen, die Mainstream-Medien, muss es ja auch stimmen. Naja, ja, also hier ist am 8.1. sogar das erste Mal darüber berichtet worden, aber jetzt ist halt hier so ein neues Update, dass das schon. Es entschuldigt halt nicht seine furchtbaren Aussagen. Ne? Sagt, natürlich wenn nicht. Wenn alle kommen, nicht. Ja, aber er hat doch jetzt Lungenkrebs, nein, also, lasst ihn in Ruhe, Leute. Hater würden sagen, oh, Karma. Ja. Aber Karma, ja, also zumindest diese Form von Fairness, glaube ich, sollte man in der Welt nicht erwarten, weil sonst wird man sehr oft enttäuscht. Es ist was Ähnliches passiert im Bundestag. Da hat sich ein AfD-Abgeordneter gemeldet und sich als schwul geoutet, beiläufig. Er hat gesagt, dass sein Partner, sein Mann, gestern verstorben sei, hat sich wohl suizidiert. Das war so sehr, sehr fadenscheinig und sehr so auch um die Ecke gesprochen und so und hat es irgendwie auch instrumentalisiert, irgendwie den Tod seines Mannes, was auch wieder doof war. Aber ich fand es dann schön von der Bundestagspräsidentin in dem Moment
Göring-Eckardt, dass sie gesagt hat, auch wenn wir in vielen Dingen widersprechen würden, was sie so gesagt haben, im Namen des ganzen Hauses und unser Beileid. Mhm. Also auch wenn jemand irgendwie ein richtiger Fascho-Nachläufer ist, kann man es trotzdem nicht verdienen, wenn da jemand stirbt. Unser Beileid raus an die Angehörigen von Hitler. Es tut uns wirklich leid, dieser Verlust muss schwer für euch wiegen. Ja. Da war es wieder. Ich verwechsel jetzt immer wieder Poe's Law und Godwin's Law. Eins davon ist das, früher oder später kommt der Nazi-Vergleich. Klar, wenn jetzt irgendwie Höcke irgendwie jetzt irgendwie sein rechtes Bein verliert, würde ich auch sagen, gibt Menschen, wo ich schlimmer fände, aber trotzdem muss er irgendwie nicht sein, ne? Die so, können ja anders bestraft werden. Es wäre schlimmer für Höcke, wenn er seinen rechten Arm verlieren würde. Ja, zum Beispiel. Ja, die können ja irgendwie, ich finde witzig, wenn die irgendwie ausrutschen, hinfallen. Auch wenn es mal so eine Schelle auf den Kopf gibt, gegen so Faschos, ne, die so richtig so Hakenkreuz-Faschos sind, da muss ich sagen. Hakenkreuz-Faschos, das heißt, die italienischen Faschos, die waren in Ordnung. Ja, also die Faschos halt, die wirklich so richtig straight antisemitisch sind. Wenn ich da Videos sehe, die einen auf die Schnauze bekommen haben, denke ich mir, verdient. Ist schon irgendwie funny. Also von Mussolini würde ich mich invaden lassen, aber wenn da eine Hakenkreuz-Fahne da geschwungen wird, das ist finde ich hässlich, die Swastika. Na gut. Schön. Was ich nicht hässlich finde, ist mein Video Etienne Gardet in Real Life. Ich will es nur mal ganz kurz erwähnen. Das wurde im Rocket Beans Circle Jerk gepostet. Es wurde wieder, kam so ein bisschen auf wieder. Ne? Es gab eine Renaissance seines Videos von Etienne. Ja. Und ich habe den Circle Jerk, glaube ich, vor, weiß ich nicht, 50 Folgen oder so hier und da mal wieder erwähnt. Und jetzt ist ein Video von mir dort gepostet worden und hat auch Anklang gefunden, aber ich möchte diese Plattform jetzt hier nutzen, um zumindest zu sagen, dass ich mich jetzt nicht mit diesen Leuten identifiziere. Ich finde, es gibt an Rocket Beans sehr wohl ausreichend viel Kritik, die man äußern kann, aber ich finde... Also alleine sich in so einem, also es ist ja genau das, eine bewusste Echokammer, wo halt Kritik geäußert werden kann. Hallo Echo! Die, also das kann man ja auch machen, sich in so einem Forum zusammenfinden, um dort Kritik zu äußern. Aber ob es einen wirklich glücklicher macht, das wage ich zu bezweifeln. Das sind halt ganz viele Leute, die so sagen, ich gucke das schon lange nicht mehr, aber ich reg mich halt trotzdem noch gerne drüber auf. Und das ist natürlich auch verständlich, wenn man da irgendwie Jahre seines Lebens mit verbracht hat, dass man da irgendwie noch irgendwie dran hängt. Aber vielleicht ist es auch Zeit, mal einfach loszulassen. Oder man hat wirklich Spaß daran, sich drüber aufzuregen. Aber dann wiederum ist das Ding so ein bisschen... sich selbst zerstörend, sage ich. Also so von der Logik her. Weil entweder guckst du es halt, weil es dir Spaß macht, auch wenn es dir Spaß macht, dich drüber aufzuregen, oder du lässt es halt sein und blickst weiter und entwickelst dich auch einfach weiter und lässt Dinge auch einmal gut sein. Egal, das war viel zu ernst für das, was es eigentlich war, einfach nur mein Video da gepostet, aber... Wie war die Reaktion also, drauf? Die fanden das weitestgehend alle sehr witzig, aber deswegen sage ich das auch, weil ich habe das Video nicht gemacht, um zu zeigen, was Etienne für ein Assi ist oder Scheiße oder so. Das macht er schon selber. Das macht er ausreichend selber. Nein, also das gibt natürlich Kritikpunkte an dem, aber also ein Stück weit gehe ich da auch mit, dass man differenzieren muss zwischen der echten Person und der Online-Persona. Dass klar ist, dass man, also in meinen Streams mache ich auch permanent, dass ich irgendwas überzeichne oder so, weil es einfach viel witziger ist. Wenn ich im Stream sitze und sage, ja, also Blumenkohl essen kann man machen. Ist das halt nicht so unterhaltsam, wie ich sage, jemand, der Blumenkohl isst, dem haben sie wohl ins Hirn geschissen. So, weißt du, das ist halt einfach witziger. Ah, ja. So, und da ein bisschen, aber klar, das ist nur ein Teil davon. Aber hier ging es jetzt speziell um Etienne und ich fand es einfach lustig, da so ein paar Mannerisms mal nachzumachen, ein paar Running Gags aufzuziehen. Ist ja auch schon jetzt 2 Jahre alt, ne, oder so. Älter, das war vor Corona. Dieses Corona-Loch ist einfach, das überschätzt du. Das stimmt. Unterschätzt du. Stimmt, ganz oft sogar. Das war Anfang 2020 noch, aber das ist ja jetzt auch schon 3 Jahre her. Also, glaube ich, 20.01. oder sowas war es. 20.01.20. Es ist funny, ich werde ja auch 30 dieses Jahr, wenn ich manchmal so über meine Uni-Zeit nachdenke und ich denke, ja, es war gefühlt vor 4 Jahren, das ist länger her. Es ist halt echt so, wow. Ich habe 2014 angefangen zu studieren. Ja. Es ist weird. Das ist fast 10, also jetzt 8 Jahre her, ne, dass ich mich eingeschrieben habe. 14 ist ja dann 9 Jahre schon her. Oder so. Oder so. Aber es war ja Ende 14. Ja, na gut. Gut, dann ganz kurz noch, wo wir gerade von der AfD noch gesprochen haben.
Es gibt ein Interview mit dem AfD-Pendant in den Vereinigten Staaten, nämlich die Republikaner. Ja. Und das ist nur ein ganz kurzes Amerika-Segment und dann kommen wir zu interessanten Themen. Ja, keine Sorge, liebe Leute. Alles interessant. Aber das ist wirklich ein Banger-Interview und das hat auch nichts wirklich jetzt so mit politischen Lagern zu tun, also schon auch, aber es hat in erster Linie was mit der Waffenlobby zu tun. Und da gab es ein Interview von Jon Stewart mit, ich weiß gar nicht, wie der andere Typ hieß, irgend so ein Senator aus dem Oklahoma State. Mhm. Und der ist ein starker Waffenlobbyist, ein Befürworter des Second Amendments und sagt hier, die Rechte des Menschen, des amerikanischen Bürgers dürfen nicht eingeschränkt werden. Und das geht 8 Minuten lang. Und er wird da so geil von Jon Stewart in der Ecke getrieben und dribbelt sich selbst aus sozusagen, weil er sagt, also die letzten 20 Sekunden sind so richtig vernichtend. Ich empfehle euch, das Interview einfach mal komplett anzugucken, weil das, also diese 8 Minuten Interview hebeln wirklich alles aus, was du sagen kannst als Waffen Fetischist, sage ich mal. Mhm. Wobei es Jon Stewart nicht mal darum geht, Waffen zu verbieten, sondern nur dafür zu sorgen, dass es Background-Checks gibt und die Leute sich registrieren müssen. Was wie normal ein Führerschein sein sollte. Halt. Was genau. Normal sein sollte. Ich meine, du musst fürs Autofahren Führerschein machen, für jeden Scheiß brauchst einen Anglerschein, meine Fresse, ja? Ja. Aber für Waffen irgendwie nicht. Du kannst zu Aldi fahren in den USA und kriegst halt eine Kalaschnikow irgendwie zu deinem Babybrei. Genau, und innerhalb des Interviews geht es dann zum Beispiel, das ist in Amerika ein bisschen anders als in Deutschland, obwohl ja, bis zu einem bestimmten Grad ist das hier, glaube ich, auch. Aber in Amerika musst du dich halt auch registrieren, um voten zu können. Und dein Voting Right ist ja ein Right. So. Ja. Und dann sagt er, okay, ja, aber wird dein Recht beschnitten dadurch, dass du dich registrieren musst, sagt keiner. Keiner sagt, ey, meine Vote-Rechte. Wobei ich sagen würde, vielleicht sollte man das vielleicht nicht. Es ist eine Hürde, ne? Es ist eine Hürde, auf jeden Fall. Vielleicht sollte man eher das abschaffen. Mhm. Aber innerhalb dieses Kosmos, wie es ist in Amerika, hat er natürlich recht. So. Und dann sagt er, ich mach's ganz kurz, guckt's euch an, wenn es euch interessiert. Dann sagt er, ja, aber das ist gar nicht so gefährlich, weil der Mensch ist das Problem und nicht die Waffe. Ja? Mhm. Und dann sagt Jon Stewart, ja, aber warum machen sie es denn der Polizei so schwer zu wissen, welche Menschen potenziell problematisch sind, indem man sich registriert das ist mit gut. einem ne Führungszeugnis oder sowas. Aha, der hat hier eine History of Mental Illness oder was auch immer, wie man das dann macht. Und dann kommt es darauf, und hier wird es für dich wieder interessant, dieser Typ, ich finde leider den, Nathan Dahm oder Dahm. D-A-H-M. Der setzt sich nämlich auch dafür ein, dass in einem neuen Gesetz Drag-Shows verboten werden in, ja, da haben wir es wieder, in diesem Staat. Und da sagt er, um die Kinder zu beschützen. Und dann sagt Jon Stewart, okay, da möchtest du die Kinder beschützen, schränkst aber die Freiheit der Leute ein, die Freedom of Speech, die diese Shows machen wollen. Mhm. Die dürfen das dann vor Kindern nicht mehr zum Beispiel oder halt insgesamt nicht, wenn es ganz hart auf hart kommt. Da schränkst du das ein, aber der leading cause of death, ja, also wobei am meisten Kinder sterben, ist durch Guns, also durch Drag-Shows, durch Drag-Shows. Und da sagt er aber, das schränkt aber unsere Rechte ein, wenn wir uns da jetzt hier registrieren müssen für Waffen. Und so die letzten 20 Sekunden sind so richtig so, der Typ sagt nichts mehr, der guckt einfach nur wie, als hätte er vor die Schnauze gekriegt. Mhm. Es ist einfach eine richtig gute Sache. Ich konnte das jetzt gar nicht so wiedergeben. Das wird auf jeden Fall befriedigend. Das würde ich mir anschauen. Sehr nice. So, das war es erstmal mit Amerika, liebe Leute. Es tut mir leid, also es ist doch voll okay, die USA gehören ja auch zur Welt. Wir sind ja auch ein Weltpodcast. Wir sind ja alle amerikanisiert und mit MTV aufgewachsen. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Thema der Woche. Das ist diese Woche groß aufgeflammt und ist auch schon ein paar Wochen bekannt, aber ich glaube, diese Woche war der Release, wenn ich es nicht falsch mitbekommen habe, von Atomic Heart. Was ist endlich. Das? Endlich! Was ist das? Das ist doch ein Videospiel. Hard? Ja, um was geht's da? Da geht's um atomgeladene Herzen. Da geht's um Radiologie. Geht's. Also du arbeitest im Krankenhaus und arbeitest da als Radiologe oder Radiologin. Du kannst es auch einstellen, was für ein Geschlecht du hast. Und dann musst du halt Herzen finden, die Krebs haben. Okay, es ist nicht ganz diese Woche. Es ist ganz knapp Ende letzter Woche veröffentlicht worden. Aber halt die Diskussion ist diese Woche besonders groß geworden. Atomic Heart ist ein Videospiel. Da soweit hattest du recht. Mindestens. Der Rest geht so. Es ist ein weiteres im Zuge der... Na, obwohl, ich weiß gar nicht, es wird gar nicht so oft in einem Atemzug genannt wie jetzt Hogwarts Legacy. Es ist ein kritisches Spiel, was Leute sich entscheiden,
nicht zu spielen. Wobei, ich werde es mal einen Atemzug zu nennen. Hogwarts Legacy, Atomic Heart. Eigentlich ganz einfach. Ja, hast du gut gemacht. Danke, ich muss ein bisschen drüber nachdenken. Ja, es ist ein Spiel, was von einem russischen Entwickler kommt. Cancel, will ich nicht sehen, will ich nicht spielen. Ja, das Spiel... Nächstes Thema bitte, Gurken waren teuer. Was, Burkas oder Gurken? Gurken waren teuer. Waren immer noch, oder? Es ist wieder ein bisschen Abwärtstrend. Okay, wir müssen über Atomic Heart trotzdem reden. Das ist wirklich eine große Diskussion, besonders diese Woche gewesen. Es ist ein Spiel, was von einem russischen Entwickler ist. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass da weniger eine Welle von Entrüstung über die Online-Welt und Streams geht. Also Imp hat mir erzählt, dass bei Hogwarts Legacy irgendwie so ein Dekal Dan zum Beispiel seine Leute bewusst zu Streamern schickt, um zu sagen, dieses Spiel, was du da spielst, Hogwarts Legacy, das ist ja voll scheiße, das ist Dreck und so. Bei Atomic Heart habe ich das Gefühl, es funktioniert da nicht so, dass die Leute so investiert sind. Mhm. Wobei ich, und jetzt kommen wir auf eine Grundsatzdiskussion, wo ich auf deine Meinung gespannt bin, das relativiere. Ich hatte da eine ganz kurze Auseinandersetzung mit einem sehr geilen Typen, für den ich jetzt gar nicht sprechen will, weil der kann jetzt hier nicht sprechen, deswegen hoffe ich, vielleicht kannst du die Position ein bisschen einnehmen. Der sagt, wenn ich sage, dass ich Krieg und Russland schlimmer finde als Hetze und auch in vereinzelten Fällen, das ist mir sehr durchaus bewusst, der Mord an Transmenschen, dass ich das aber schlimmer finde, dann relativiere ich das. Das mache ich jetzt hier auf dieser Plattform, das weiß ich, dass das jetzt online mehrere Leute hören. Von daher gehe ich mit, dass das nicht gut ist, dass ich das sage. Aber, also er sagt, dass man das generell nicht machen sollte, weil das relativiert und weil die Leute dann in Zugzwang kommen, zu sagen, ey, meinst du es aber auch schlimm und so. Ich denke mir allerdings, so zu denken kannst du nicht abschalten. Also, dass du für dich im Stillen denkst, das finde ich schlimmer als das, das kannst du nicht abschalten. Aber man kann ja trotzdem reflektieren. Es gibt auch Menschen, die sagen, wie Thomas Gottschalk zum Beispiel, der hat in seinem Buch geschrieben, dass es ihm schwerfällt, zwei Männer zu sehen, die sich küssen. Mhm. Er findet das irgendwie, er hat nicht eklig gesagt, aber unangenehm. Mhm. Aber er weiß, dass es was völlig Normales ist und will es deswegen trotzdem akzeptieren und schaut einfach kurz weg, wenn er das sieht. Das heißt, du kannst etwas erstmal vom Gefühl her, was du nicht ändern kannst, komisch finden oder auch unangenehm finden und trotzdem sagen, okay, es ist eine voll dumme Meinung, ich hänge da irgendwie hinterher oder wie auch immer. Also, aber dann bin ich, also nee, ich finde nicht, dass das eine dumme Meinung ist. Ich finde, dass ich vergleichen kann, ein Finger abschneiden ist schlimmer als ist weniger schlimm als eine Hand abschneiden. Ja, aber ist denn jetzt... Warte, pass auf. Der Punkt, den ich sagen will, für mich im Kopf das zu unterscheiden, das werde ich nicht abstellen können. Und du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht jeder Mensch so denkt. Dass ein Finger abschneiden weniger schlimm ist als die ganze Hand. Da geht erstmal jeder mit, oder? Der Vergleich ist ja nicht der richtige. Aber, pass auf, aber... Natürlich würde ich jetzt nicht zu jemandem hingehen, der nur einen Finger hat oder der dem Finger fehlt, so rum, und dem sagen, kannst ja froh sein, dass dir nicht die ganze Hand fehlt, du, da gehe ich mit, dass das nicht geil ist, jetzt zu einem Transmenschen zu gehen und sagen, du bist kein Ukrainer, der gerade irgendwie auf dem Weg zum Einkaufen weggebombt wird, sowas, das mache ich jetzt gerade hier leider, weil halt Leute zuhören, also an dieser Stelle Entschuldigung dafür, aber um meinen Punkt zu also vielleicht liege ich auch falsch, aber, aber dann, wenn ich das nicht sage, aber trotzdem denke und jetzt in meiner Entscheidung zum Beispiel Atomic Heart boykottiere und Hogwarts Legacy aber nicht, wobei das natürlich ein bisschen kompliziert ist, ich hätte kein Problem damit gehabt, Hogwarts Legacy eigentlich auch nicht zu spielen, für mich persönlich, aber da war ja dieses Donation Code und so, haben wir ausführlich drüber geredet, ist egal, dann ist das ja in meiner Handlung trotzdem drin, so. Ohne das jetzt irgendwie mal unter die Nase zu reiben, aber mein Beispiel war auch, als wenn jetzt jemand sagt, hey, beschwer dich nicht darüber, dass du keinen Geruchs- und Geschmackssinn hast. Weil die Kinder in Afrika, die können nicht mal was essen, die haben nicht mal was zu fressen. Dann fühle ich, und das ist jetzt halt nur aus meiner Perspektive, fühle ich mich nicht unbedingt in der Not zu erklären, wie schlimm es mir doch geht, sondern dann kann ich trotzdem acknowledgen, dass es natürlich den Kindern in Afrika schlechter geht. Wobei das immer so ein scheiß Begriff ist. Die Kinder in Afrika, es gibt zu viele, also Afrika ist nicht gleich Afrika. Ist ein sehr großes, diverses Land, liebe Leute. Aber dann kann ich zumindest anerkennen,
diesen Menschen, von denen da geredet wird, denen geht es schlechter als mir. Das macht mir persönlich mein Riechen, mein Geruchsverlust nicht besser. Aber trotzdem kann ich das anerkennen. So. Und vielleicht, und ich will das nicht runterreden, dass irgendjemand durch dreckshässliche Mobbing Scheiße irgendwie in den Tod getrieben wird oder selber sogar umgebracht wird, weil irgendwelche transphoben Assi-Spacken da irgendwie Jagd machen, ja. In keinster Weise, ja. Mir ging es nur darum, okay, da ist halt J.K. Rowling, die Hass und Hetze verbreitet, dumme Sau, halt dein Maul, auf jeden Fall, und sich auch für Gesetze einsetzt. Auf jeden Fall, dumme Sau, ich trete die Kniescheiben raus. Aber dass ich das in meinem Kopf trotzdem weniger schlimm finde, als wenn Russland ein Dorf zerbombt oder vergewaltigt und brandschatzt und butschert. Ja, Putin ist ja quasi die J.K. Rowling der Welt. So ungefähr. Und das ist halt so, da muss ich jetzt einfach mal ganz kurz drüber reden. Du darfst jetzt gerne sagen, wenn ich da was falsch gesagt habe. Nee, ich finde halt den Gedanken schon nachvollziehbar, aber man sollte es niemals in die Debatte mit einführen und sagen, irgendwie halt, wenigstens kannst du als Transperson hier leben und musst dich mit deinem Leben fürchten, obwohl schon irgendwie. Ja. Also du musst jetzt nicht vor Bomben fliehen jeden Tag, sondern es ist nochmal eine andere Eskalationsstufe vielleicht, ja. Aber dennoch würde ich das nie gegeneinander aufwiegen wollen. Ja, wie gesagt, das würde ich halt nicht jetzt zu einer Transperson sagen, so als Argument, sondern rein nur, wie ich als Mensch denke und ich mir sicher bin, alle irgendwo als Mensch denken, auch wenn man es halt nicht so äußert. Man kann so, ja auch Atomic Heart und Hogwarts Legacy boykottieren, ja. Man muss es ja nicht mal sagen, ich muss mich jetzt entscheiden, was schlimmer ist. Ich kann auch sagen, es ist beides scheiße. Ich finde J.K. Rowling kacke. Natürlich. Und ich finde, weiß nicht, ist der Atomic Heart Creator auch so ein Pro-Putin-Fan, oder? Das ist halt nicht ganz so leicht. Also es ist halt so im Stile von Bioshock und Bioshock ist sehr eher so eine glorifizierte Kapitalismus-Satire, könnte man sagen. Und hier ist es halt so, es wird halt mit einem Augenzwinkern so der Sowjet-Spirit, also damals ist es, in dem Spiel ist es so, dass damals quasi die Sowjetunion ganz groß geworden ist und jetzt führende Macht. Ich habe das Spiel nicht gespielt, es interessiert mich auch nicht so sehr und ich habe auch kein Problem, das einfach nicht zu spielen und nicht zu kaufen. Aber da ist es halt so ein Communist Wonderland, aber halt schon auch satirisch. Aber es, also ich beziehe mich jetzt hier übrigens auf die ausführlichen Ausführungen von Robin Schweiger von Hooked. Die ausführlichen Ausführungen. Ja. Und es ist aber nie so, auch bis zum Ende des Spiels, nicht, dass es wirklich kritisiert wird. Also es ist schon so, es fühlt sich so an, ist schon eigentlich geil, eigentlich nicht, aber eigentlich schon. So dieses, ne? Und die Frage ist ja auch, ob der Entwickler das Team irgendwie so pro Russland ist oder auch so pro Putin ist. Die haben gesagt, sie sind pro Frieden, aber haben nichts Genaues gesagt. Also ist ja Putin auch. Ja, genau. Das ist halt so dieses Ding. So. Und es gibt noch mehrere Kritikpunkte, dass da irgendwelche, das ist jetzt auch so ein ganz großes Ding gewesen die Woche, dass da so Sexroboter drin sind, nur um das Spiel besser zu vermarkten. Da sag ich mir, mein Gott, Alter, also wenn du jetzt einen Film besser vermarktest, wenn der HBO, Game of Thrones hat auch Sexszenen, um besser vermarktet werden. Also das ist ein Kritikpunkt, da gehe ich nicht mit. Ach, ob es das immer so ist? Ich meine, ich als... Demnächst machen die noch Pornos mit Sexszenen, um die besser zu vermarkten. Spinnen wohl. Ja, aber ich als Person, die ja so ein bisschen im Schauspielbereich tätig war und noch ein bisschen ist, ich finde, dass Sexszenen nicht immer automatisch nur zur Vermarktung ist. Es gibt ja auch Sexszenen, die durchaus Sinn machen. Ich meine, manche Filme oder Theaterstücke, wie auch immer, Bücher, Geschichten sollen ja auch irgendwie ein Leben erzählen. Und Sex ist nun mal Teil des Lebens, außer man will irgendwie drauf verzichten, ja. Oder man ist irgendwie freiwillig irgendwie enthaltsam oder unfreiwillig. Aber ich würde nicht immer sofort vorwerfen, die machen das nur irgendwie, um das zu verkaufen. In dem Fall weiß ich das nicht, ob da die Sexroboter echt nur so ein Ding sind. Ja, ist wohl relativ stumpf platziert, aber es ist für mich trotzdem scheißegal. Aber Game of Thrones, muss ich sagen, ist eine Serie, die ich sehr, sehr verteidige, weil ich fand die Sexszenen da schon sehr dezent, also ich fand es nicht so viel und ich fand auch die Nacktszenen hatten immer irgendwie einen Sinn. Ja. Das war nie irgendwie, guck dich mal die geile, geile Mädchen an, so war immer so ein bisschen, es zeigt ja auch so eine Verwundbarkeit oder wenn dann hier die Khaleesi in diese, also Achtung, Mini-Spoiler vielleicht, wenn diese Khaleesi in dieses heiße Bad einsteigt und merkt, dass sie halt nicht verbrennt davon, dann war sie auch nackt, Körperdubel angeblich, keine Ahnung, aber es war ja nicht irgendwie, um zu zeigen, guck mal, wie geil die jetzt aussieht, sondern es ist ja eher so von wegen, die ist gerade verletzbar und geht in der fucking Badewanne, da sind eben alle nackt.
Ich finde es eher unrealistisch, wenn in einem Film irgendwie Personen mit Brüsten noch ihre BHs tragen, während sie Sex haben. Das ist halt alles, was seltener passiert. Es gibt da so eine sehr schöne Szene bei Resident Evil 1, dem Film. Da geht Mila Jovovich, eine wunderschöne Frau, geht nach dem Duschen zum Haken, um ihren Bademantel zu nehmen. Und sie nimmt halt den einen Arm nach vorne und macht mit der anderen Hand so, hält sie die Brust zu, so super das unnatürlich. Ist ganz komisch. Ich meine, ich finde es voll legitim, wenn die Schauspielerinnen und Schauspieler sagen, sie wollen nicht nackt gezeigt werden und so, da kann man auch ein BH tragen. Ist alles überhaupt nicht schlimm. Aber ich sage nur, rein von der Realistischkeit her, von der Realistik her, finde ich jetzt nackt sein völlig okay und angemessen. Ich glaube, bei Game of Thrones ist es auch weniger die Sexszenen, als dass relativ random immer Brüste zu sehen waren. Ich glaube, das war so vielleicht. Ein bisschen. Aber man kann manchmal eher den Casting-Directoren vorwerfen, dass sie fast ausschließlich heiße Personen besetzen. Bei Game of Thrones, Khaleesi, die war ja, darauf baute sie ja auf, dass sie irgendwie hübsch war und jung und so. Da kein Ding, aber es fällt schon auf, dass in Filmen und Serien ganz, ganz oft schöne Menschen gecastet werden. Das finde ich manchmal so schade. Auch in Biopics, wenn irgendwelche reale Menschen dargestellt werden, sehen die meistens viel, viel besser aus, als es die echten sind. Und das ist dann eine Form von Vermarktung. Aber das ist auch einfach eine Form von Fiktion, weil wir haben halt Hässlichkeit und grauer Nebel und so haben wir halt im echten Leben. Es ist ja auch eine Flucht in eine fremde Welt. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, Fast and the Furious, kommt jetzt der 10. Teil raus übrigens, und jetzt fahren die halt aus Realismusgründen mit staubigen, rostigen Opel Corsa Autos so. Das ist doch, das will doch keiner sehen. Das meine ich ja nicht, wenn ja die Besetzung von Filmen. Ich bin ja immer so ein Fan von Sichtbarkeit. Das haben wir ja mitbekommen in den letzten 200 Ausgaben knapp. Ich finde es wichtig, dass eben auf Theaterbühnen und auch in Filmen, Serien und so weiter auch mal Menschen gezeigt werden, die eben aussehen wie du und ich. Klar, auf der anderen Seite finde ich es auch cool, wenn verstärkt Menschen an Hautfarben, Sexualitäten gezeigt werden. Vielleicht ein bisschen stärker, als die Realität das ist. Aber ich finde eben, dass man auch mehr Menschen zeigen sollte, die eben vielleicht nicht einfach immer geil gestylt sind und aufstehen und wie top geschminkt und top frisiert. Ich finde manchmal sind Filme echt viel zu schön. Und mir wurde als Teenager damals erklärt, dass Schauspiel auch die Mut zur Hässlichkeit ist. Und das hat mich voll krass geprägt. Und seitdem habe ich wollte ich in Filmen oder sonst was nie geil aussehen. Ja, aber wenn du von Natur aus hässlich aussiehst, hat das ja nichts mit Mut zu tun. Da geht es ja darum, dass du ein Ugly Cry machst zum Beispiel, weißt du, oder halt deine Würde an der Haustür zurücklässt und nicht du als Privatperson da vor der Kamera bist, sondern wirklich die Rolle, was halt von der Rolle verlangt wird. Ich war gerade so die beiden Seiten gesehen, von wegen, erstens, Menschen besetzen jetzt nicht so dem Attraktivitätsding entsprechend, die Schönheit, die ansprechen, aber auch die Menschen, die ganz gut aussehen oder egal wie sie aussehen, dass sie in Filmen so ganz krass gestylt werden. Ich meine, ich sehe es ja selber am Filmset, wenn dann die Hauptdarstellerinnen und Darsteller irgendwie nach jeder Szene nochmal frisch durchgekämmt werden, Haare werden nochmal gemacht und gepudert und so. Und es sieht immer so krass fake aus, wenn man drauf achtet. Ja, also ich habe da jetzt per se nichts dagegen. Ich will das auch nicht an sich verteidigen, aber ich finde es einfach okay, wenn Leute halt schöne Dinge sehen wollen. Also es gab auch so eine große Debatte, als Horizon 2 rauskam. Das ist so ein PlayStation-exklusives Spiel, was hier irgendwo liegen müsste. Ich sehe es gerade nicht. Und die Hauptprotagonistin wurde so ein bisschen realistischer gemacht. Die hat dann nicht ganz so schlanke Proportionen, hat ein bisschen rundlicheres Gesicht und so ein bisschen merklicher, so leichten Flaum quasi auf dem... Weil die Grafik halt auch einfach besser wurde, weil jeder Mensch hat ja so leichte Haare im Gesicht. Und da gab es auch Leute, die das kritisiert haben. Weiß ich nicht. Ich finde es okay, das zu machen als Spieleentwickler, aber ich finde auch okay, als Konsument zu sagen, mir gefällt das besser, wenn die halt fantastischer aussieht. Die ganzen TikTok-Trollers und so, die ziehen sich auch halt besonders schön an, wenn sie ihre TikTok-Videos machen und entscheiden sich halt selber dazu, weil das halt auch gut ankommt und weil die sich gerne schick machen und so. Und weil halt diese Fantasie von ich gucke nicht aus dem Fenster und gucke irgendwelche frustrierten Larven an, die ich ja jeden Tag sehe, sondern ich mache mein Handy an und will gerade was Schönes sehen, um meinen Endorphin-Kick zu kriegen von meinem scheiß Social-Media-Konsum. Wobei Schönheit ja eben auch durch solche Sachen bestimmt wird, ne? Was einem aufgezeigt wird. Klar, auch. Also zumindest das Schönheitsideal, aber
da gibt es genauso konträre Bewegungen. Also ich sehe auch Leute, die sich dann abschminken und finde die schöner und so. Also keine Frage, ganz, ganz oft sogar, ja. Also ja, es ist ja eine viel zu große Debatte, die eigentlich an Atomic Heart weit vorbeigegangen ist. Aber ja, ja. Auf jeden Fall ein Spiel, was, glaube ich, auch, wenn ich dem, was die Reviews so sagen kann, nicht unbedingt gespielt werden muss. Es hat wohl sehr, sehr geile Ideen, aber alle Ideen, so wie ich es mitbekommen habe, werden nur so halb gut umgesetzt. So, und deswegen verpasst man nicht unbedingt was. Aber ich meine, ich glaube halt, hier ist es auf jeden Fall eindeutiger, dass wenn du dieses Spiel kaufst, dass du, das ist ähnlich wie in China, dass die Firmen da enger mit der Regierung zusammenhängen, dass du da eher den Krieg mitfinanzierst. Und deswegen, wir haben mal drüber geredet. Aber ich wäre gerne in der Position, dass ich auf dieses Spiel gehypt bin und jetzt sagen müsste, okay, weil ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, also wenn jetzt Dragon's Dogma 2 kommen würde und auf einmal hieße es, ja, wenn ich das Spiel kaufe, finanziere ich einen Russenkrieg, das wäre schon Man schlecht. Kann ja eh nicht so 1000% irgendwie total vorbildlich und moralisch leben, egal was du machst, ja. Ob du irgendwie eine Hose hast oder sonst was, es wird ja alles irgendwie in China zusammengebastelt oder sonst wo. Also irgendwo macht man immer irgendwelche Fehler. Deswegen finde ich es immer relativ verzeihlich zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht bei allem bis zum Tod recherchieren, ob das in Ordnung ist. Ne? Ja. Selbst bei Edeka-Einkaufen ist eigentlich ein Riesenscheiße, weil die auch so Lieferkettengesetze blockieren und so. Und das ist alles sehr kompliziert und auch mit unfaire Arbeitsbedingungen da fördern und so weiter. Mhm. Das ist alles schwierig. Aber egal, wo du hinguckst. Was auch halt so, ne? Besonders schwierig ist, wo wir gerade von Russland reden, es war eine große Kundgebung, Demonstration, wie man es nennen möchte, von Sarah Wagenknecht und Konsorten. Mit 70 Milliarden TeilnehmerInnen, habe ich gelesen. Ja, aber 80 Milliarden davon waren russische Bots. Mindestens. Nein, es waren, glaube ich, schon recht viele da. Ich weiß nicht, was die offiziellen Zahlen sind. Ich dachte, offiziell waren es wohl 15.000 oder so. Sind schon ein paar auf jeden Fall. Und die haben aber jedenfalls weit übertrieben. Also alle anderen Quellen, Polizei und so weiter, haben alle gesagt, es waren wesentlich weniger, als die was Wagenknecht gesagt hat. Aber es ist ja immer so. Das machen ja alle Demos, die irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht mal geil wäre, zu sagen, ey, wir haben Demo gemacht, danke an die 100 Leute, die da waren, und dann wirkt es krass, wenn es reißt, das waren 15.000. So. Ist ja auch nicht so entscheidend. Ja. Klar, es fällt schon auf, dass bei so, dass das immer weniger wird, auch Pegida wurde immer weniger und jetzt diese Montagsdemonstration wird immer weniger und so weiter. Aber prinzipiell macht es ja auch nichts aus, ob es jetzt 5 oder 20.000 waren. Es ist trotzdem irgendwie einfach... jeder Mensch ist zu viel, der da auftritt und sich denkt. Ja, also Tino, wie ich auch bei diesem Thema schon vor Wochen und Monaten mal gesagt habe, es ist nicht ganz so einfach wie bei den Corona-Leugnern. Es wird immer komplizierter, aber es ist immer noch einfach. Naja, also man man läuft nicht mit Faschos mit. Punkt. Da gehe ich ja mit, ja. Trotzdem. Ja, das ist jetzt deine Meinung und das kann ja auch richtig sein. Trotzdem gibt es... Ja, ist meine Meinung, nicht mit Faschos mit zu demonstrieren. Tut mir leid. Ja, nee, also pass auf. Ich war ja auch hier mal bei so einer Montagsdemo in Weimar hier. Und da sind halt einfach Leute dabei, die Frieden wollen. Ist ja erstmal ein gutes Bestreben. Da würde ich widersprechen. Die wollen ja ihren eigenen Frieden. Denn das ist völlig Wumpe, wie es den Ukrainern und Ukrainerinnen geht. Die wollen ihren eigenen Frieden. Die nervt es nämlich, dass da gerade Krieg ist und dass der Putin eben doch ein Arschloch ist, was sie jahrelang weggeschoben haben. Valider Punkt. Und die wollen ja einfach nur in Ruhe gelassen werden. Die wollen einfach, dass es vorbei ist. Aber das ist Auch da kannst du nicht für alle sprechen. Ich glaube schon, dass da auch Leute mitlaufen, die halt gerade ein Problem damit haben, zu wissen, dass da Leute sterben, dass da Krieg herrscht in Europa und dass die halt ihre Lösung als eine gute sehen, wobei Lösung halt, weiß ich nicht, was deren Lösung jetzt genau ist, Ukraine gib auf oder so. Ja, die sollen einfach verhandeln sofort, aber das will Putin nicht, es ist Fakt, er sagt auch im Staatsfernsehen, da sagen alle, die im Fernsehen Russland auftreten und was zu sagen haben, die wollen fucking nicht verhandeln, die wollen die Ukraine platt machen, die wollen auch weitergehen, es gibt sogar Stimmen, die Berlin in roten Fahnen sehen wollen, im russischen Fernsehen sagen die das wollen die, und es ist diese Schwarzer und die Wagenknecht, die sagen, oh, wir wollen Frieden, wir wollen, dass die Ukraine endlich mal bereit sind zu handeln, die scheiß Ukrainer, die sind total schuld an dem ganzen Krieg und die NATO, nein, Alter, Putin hat euch überfallen, der will nicht verhandeln, der will die Ukraine einnehmen. Und
auch ich, also ich bin der Mensch, ich bin ja dafür, dass wir Waffen liefern. Ich finde es gut, dass sie sich verteidigen, dass sie halt ein Grundgerüst aufbauen, um verhandeln zu können. Aber Putin verhandelt ja erst, wenn er merkt, dass er nicht weiterkommt. Wenn die Ukraine sich verteidigen kann, wenn die Weltgemeinschaft sich auf den ihre Seite, auf die ukrainische Seite stellt und er merkt, fuck, ich komme mit Waffen gerade nicht weiter, dann wird er erst verhandeln wollen. Das Ich ist ja sehe, wie, es ich kann ist. auf die Straße gehen und sagen, ich wünsche mir, dass der Himmel grün ist. Kannst du gerne machen, aber es wird nicht Das passieren. ist dein Leidenschaftsthema hier gerade. Weil Ich merke ich dumm schon. finde. Ich wollte eigentlich nur herausstellen, ich bin ja bis zu weiten Teilen deiner Meinung. Ich wollte nur herausstellen, dass es halt komplizierter ist, dieses Thema, finde ich, als zu sagen, du bist pleite, weil du sagst, Corona ist eine Lüge. So. Das ist halt, da ist es einfach leichter zu sagen, okay, der ist pleite oder der ist da einer Arglist anheimgefallen. Also, sie schon blöd Als zu. Leute, die sagen, ja, wir wollen halt nicht, dass Krieg ist. Und wenn die halt das vergleichen mit Waffenlieferungen an Saudi-Arabien, die dann einen abartigen Krieg im Jemen führen, so, wenn man das, also in dieser verqueren Logik natürlich, wenn man das gleichsetzt, dann kann man das zumindest nachvollziehen, wo die herkommen, finde ich. Nachvollziehen kann man das immer irgendwo, ja? So, okay, Ich gut. kann auch Geoffrey Dahmers Beweggründen nachvollziehen, warum er da die Männer töten wollte und getötet hat. Warum? Na, weil er es geil fand. So. Kannst du, okay. Ich habe die Serie nicht zu Ende geschaut. Aber ich weiß nicht, ich finde es halt schwierig, erstens auf die Straße zu gehen mit Leuten, die rechts sind. Und ich meine, die tun immer so, ich habe ja keine Faschos gesehen. Guckt euch doch mal um, Alter, da laufen Ja, es ist Katzen ja rum. alleine seltsam, dass man sagt, wir wollen Frieden schaffen und dann laufen die halt mit Russland fahren darum. Und Dann keine dürfen. Ukraine fahren. Ich meine, Ja, die also tun so, dann. als wären die neutral. Die wollen nur, dass sie verhandeln, dass Ruhe ist. Aber nur auf fucking Russland fahren, das muss doch schon mal eine Aussage haben. Wie dumm Ja. muss man denn sein, das nicht zu sehen, dass es einfach Russland-Propaganda ist, die da passiert? Also, ich gebe dir recht, mit Nazis mitlaufen und so, ne? Als ich als Individuum sehe das genauso und würde das auch so zu anderen sagen. Dennoch sage ich, Leute, die das machen, sind nicht automatisch so klar, die tolerieren Dinge und vielleicht kriegen sie es auch ganz bewusst mit. Vielleicht gibt es auch eine Oma Erda, die das gar nicht checkt, ja? Ich sage nur, es ist halt nicht ganz so leicht. So. Und auch ein großes Fick dich an die Linkspartei, an große Teile von denen, dass sie ja auch so Putin-Kuscher sind und das nicht raffen. Klar sind nicht alle, es gibt viele Verbände, gerade auch Thüringen ist, glaube ich, relativ noch cool. Aber auch andere linke Leute, die ich mal cool fand, aus dem Bundestag, die da mit Wagenknecht auf der Bühne standen, wo ich dachte, ah, du bist doch viel klüger als das. Dass Wagenknecht vor die Wand läuft, der ein braunes Brett vor dem Kopf hat, dass die von Höcke eingeladen wird, komm doch zu uns und so. Das verstehe ich ja alles noch. Aber andere Leute dachte ich mir, nee, Ich fuck sehe, ey. das ist auf jeden Fall dein Susie Lee the Movie, das ist deine Leidenschaft Weil ich gerade. halt dämlich finde. Es ist einfach dämlich. Und wie gesagt, schon das Anzeichen von Russland-Fahnen auf der Demo, sagt doch alles aus. Wir sind keine Russland-Fans oder sind keine Russland-Propaganda-Leute. Was haben sie da für eine Fahne? Ja, Russland. Aber warum denn? Warum sollte ich denn auf die Straße gehen für Frieden und die Fahne. Ich meine, auch als damals der Zweite Weltkrieg war, und da gab es auch damals Menschen, die dagegen waren, haben auch keine Hakenkreuzfahnen geschwungen und so. Ja, wir wollen nur, dass Deutschland irgendwie wieder friedlich wird und so, Es dass wäre wir schon verhandeln mit witzig, denen. wenn damals die Alliierten oder halt in Amerika so Proteste, Straßenproteste, wir sind für Frieden und dann haben wir Hakenkreuz fahren. Juden sollen mal verhandeln mit den Nazis, dass sie nicht mehr in die Lager müssen. Es ist echt eine große Shitshow. Tut mir echt leid. Ich verstehe niemanden, der da mitfährt. Ich verstehe den Gedanken zu sagen, ich will sofort Frieden haben. Und klar ist jeder Tag Krieg scheiße für Menschen, die da kämpfen müssen und ihre Leben verlieren. Das sehe ich ja völlig ein. Aber wie naiv muss man sein, zu glauben, dass Putin verhandeln will? Es ist einfach nicht so. Von mir aus können Leute auch denken, dass Corona nicht existiert hat. Ja, wenn du es selber nicht bekommen hast und so, das kann ich noch so zu einem Mini-Prozentsatz nachvollziehen. Aber das ist ja, guck doch mal russisches Fernsehen an. Es gab Die sagen es doch übrigens selber. einen FBI-Update-Bericht, dass, also das ist nichts Finales, ne? Also Leute, nicht als final, aber es gab, das FBI hält die Wahrscheinlichkeit für hoch, dass ein Laborunglück für Corona gesorgt hat. Kann Das doch ist sein. nur das FBI und es ist nicht final, aber, ne? Das ist dann halt wieder, ah, wir haben es euch doch gesagt. Aber es ist immer noch was anderes als Corona, gibt's nicht. Auf der anderen Seite haben ja auch die Corona-Leugnerinnen und so weiter, die hatten ja Millionen Theorien, wo es herkommen könnte. Es gab ja, also, Ja. dass ja damit einer mal irgendwie ein Schwarze treffen, ist dann ja auch kein großes Wunder. Ja, außerdem hat Russland Wikipedia angezeigt, verklagt, was auch immer, weil die Fakten anstelle von Propaganda veröffentlichen. Ja, Das fand ich klar. noch witzig, wo wir Ja. gerade dabei sind. Und Finnland fängt jetzt an, einen Zaun zu bauen an der Grenze zu Russland für 597 Millionen Stacheldrahtzaun. Ich weiß nicht, das ist ganz schön Maschendrahtzaun. dystopisch, aber
Also 200 Kilometer lang wohl. Das wird die ja auch nicht abhalten, einzumarschieren. Nee, wird sie nicht, aber wer weiß. Vielleicht, also es ist alleine als Statement schon interessant. Es gab noch ein schönes Video von Alice Schwarzer, wie sie auf der Bühne ist und das Mikrofon falsch hält und reinspricht und dann Sarah Wagenknecht das so nimmt und es umdreht und sie so, ah, danke Sarah. Ernsthaft? Ja, richtig witzig. Also wie passiert das denn? Also ist das komisch geformt oder ist das so ein traditionell geformtes Mikro? Ich glaube, das ist einfach ein bisschen dumm, die Frau Schwarzer. Ich hätte früher viel geile Sachen gemacht, in den 80er Jahren und so, ne? Die war ja Feministin und so, alles cool. Aber sie hatte schon vor Jahren angefangen, auch transphobe Sachen zu schreiben, der Emma und so. Hm. Also auch schwierige Frau. Na gut, wir sind schon über die Zeit, Tino. Echt? Nee. Ja, na kurz vor, also ja, aber deswegen, also klapp. Ach, halt's Maul so. Ich habe noch zwei kurze Sachen. Ich habe noch vier kurze Sachen. Ich wollte nämlich mal hier diesen kleinen Aspekt Brennpunkt Internet nutzen, um auch ein paar positive Internet-Sachen, so virale kleine Witzigkeiten. Ja? Mhm. Also zum einen, Dave Grohl wird gefeiert, weil der ohne irgendwie anzumelden, hier, ich mach das, 500 Leuten geholfen hat bei der Hope Mission in L.A., also Obdachlosen. Mhm. Haben natürlich trotzdem Leute mitbekommen. Ist ein Feini, ja. Dann hat ein Typ, das war der größte Post diese Woche auf Reddit, hat für seinen Frosch angefangen, ein Haus zu bauen. So ein ganz kleines und es wurde immer größer und letztendlich hatte der so eine riesige Menschen den Zaun lang. Ja, mehr und dann als ich hatte der Frosch dann andere Frösche zu Besuch und so. Hm. Also so mit einem 3D-Drucker. Hm. Sehr, sehr geil. Dann hat ein Typ vor 2 Jahren irgendwie eine Eingangstür in seinem Keller gefunden zu einem weiteren Haus, was unterirdisch ist und hat jetzt 2 Jahre später ein Update dazu gepostet. 1000 Räume irgendwie, die unter seinem Keller sind. 1000? Nee, es sind nicht 1000, also, aber halt ganz viele Räume hier. Also siehst du, es ist halt wirklich so ein Haus unterm Haus. Das ist echt creepy. Richtig weird. Geil. Und ein Truth or Dare gab es, ein kleiner viraler Prank, wo jemand gesagt hat, hier Wahrheit oder Pflicht. Dann nimmt die Person auf der Straße nimmt Pflicht und dann sagt er, okay, du musst jetzt deinen Vater anrufen und ihm sagen, dass du ihm sehr dankbar bist. Das war doch mal wholesome. Oh. Der Vater hat sich sehr gefreut, hat gesagt, you made my day. Und das waren so kleine Internet-virale Sachen diese Woche. Das war schön. Ja. Ich habe noch ein paar Downer und zwar. Ich habe einen Downer und einen Uplifter. Der Downer ist, dass Gurken mega teuer waren. Ja, Schweine. Ich bin ja Gurkenfan, ne? Und ich habe letztens meine Augen nicht trauen können. 3,29 €. Das habe ich nicht gesehen. Eine Gurke, Alter. 2,29 €. Was wollte ich sagen? 2,49 € wollte ich sagen. Das war das Höchste, was ich gesehen habe. Ich habe jetzt hier gelesen für 3,29 €. Ich habe glaube ich auch. Das ist eine Frechheit für Wasser. Ne? 3,29 €. Ja, das ist wie ein Wasser in einem Edelhotel zu kaufen eigentlich. Ist quasi so. Und ich habe die dann gekauft, aber mit großen Magenknorren, weil ich Hunger hatte. Und einen großen Knorren, weil ich dachte, ah, da kann doch nicht wahr sein. Hm. Möhren, ja, stabil, immer noch billig, so 20 Cent pro Stück oder so. Möhre sind wert. Möhre sind echt geil, Ehrengemüse. Aber die Gurken, was die sich halten, ne? Hm. Eingebildet. Und aber beim Eisbergsalat ist es für mich schlimmer, der ist auch derzeit so auf 2 Euro, 2,50 €. Teurer, das stimmt. Und das ist ja eigentlich auch, das ist nur so ein Stück Wiese, Alter, aber das ist halt die Basis für meine Raps, ich brauche das. Ja, stimmt. Habe ich diese Woche weggelassen, 2,49 €, fick dich. Dann noch, die Thüringer Ärztekammer streicht Homöopathie aus so dem Angebot, das finde ich sehr gut. Und es gab noch, habe ich völlig vergessen, Punika, ne? Die hören ja auf, haben wir schon gehabt letzte Woche. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Und es gab einen Punika-Account bei Twitter mit einem blauen Haken. Und die haben so ein paar Sachen gepostet, wie zum Beispiel, wir finden es okay, wenn ihr Punika aus dem Supermarkt klaut. Warum heißen wir eigentlich Punika und nicht der geile Fixsaft? Und wir von Punika unterstützen die kommunistische Revolution und freuen uns an den Tag, an dem wir enteignet und zum sozialistischen Staatsgetränk werden. Schön. Und Söder hat gepostet von der CSU, dass die Ampelregierung die schlimmste ist, die wir jemals hatten in Deutschland. Dann Punika wurde drunter geschrieben, mit so einem Bild von Goebbels, glaube ich, glauben wir nicht und so. Nice. Aber alle dachten, Ehrenpunika. Aber jetzt kam raus, wir wurden nur Opfer von Fakes, denn der blaue Haken war nur gekauft. Ja, es war nicht die echte Punika. Das erraten können. Aber das fand Schade. Ich halt einigermaßen witzig. Sehr, sehr nice. Gut. Tom Sizemore ist noch gestorben. Hat mitgespielt in Heat. Hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Hab ich gelesen, doch. Saving Private Ryan, hast du den gesehen? Nee. Oh. Tino. Antikriegsfilm, guck's dir an. Und für die jungen Leute. Zeitlos. Für die jungen Leute passt auf, denn TikTok wird bald begrenzt in der Nutzungsdauer für Minderjährige. Ist gerade geplant. Auf 1 Minute am Tag. Ich glaube 1 Stunde oder so. Ist immer noch recht viel, aber für viele auch sehr wenig wahrscheinlich.
Deutschland oder macht die App das? Das macht doch niemals die App von sich aus. Wird gerade geplant. Ist so. Okay. I see. Naja, gut, du zückst ja schon dein Spotify-Team, ja. Oder suchst du mal bitte nach HC Baxter mit Doppel-X. Also wie HP Baxter, nur mit HC. Ich hoffe, den gibt's da. Jawollo! Gibt es da. Sind das die Alben oder sind das die Lieder? Das sind die besten Singles, die ersten fünf. Kannst du hier noch mehr eingeben? Am besten wäre Reaktion. Ich weiß gar nicht genau, wie der Song richtig heißt. Reak. Gib mal ein Reak. Systemreaktanz, genau. Ah. Den machen wir schön in die Playlist. Ich habe diesen wundervollen Künstler, hör dir die Texte an, das ist auch dein Ding, Alter. Das ist so ein richtig militanter Tino-Sänger. Aha. Also die Mucke ist meins, die Texte sind deins, wobei die Texte finde ich auch weitestgehend geil, aber wenn es dann halt geht, steckt die Brandstifter in Brand, geht mir das halt einen Schritt zu weit. Ja. Aber er sagt halt, er will die Leute, die Asylantenheime anzünden, will er selber anzünden. Das ist mir halt einen Schritt zu weit, aber sonst, also Banger-Musik, absolute Banger-Musik. Und es ist nicht alles so politisch, ja. Es ist auch, den Song, den ich jetzt reingepackt habe, da geht es halt darum, yo, ihr macht mal hier euer ganz wichtiges Karriere hier, Karriere da. Ich ziehe meine Jogginghose an und chill zu Hause. Mhm. Und es ist einfach nur geil. Das ist nur geil. Ich höre gerne. Jeder Beat einen Spaß. Wo du gerade Hüpfeborg hattest. Das ist mehr so, das ist eine Mischung aus Mallorca-Musik und Scooter, weil ist ja auch der aber Name. Aber ironisch gemeint bestimmt, ne? Nee, die Mucke ist schon auch aus ernsten Gründen. Es ist nicht Malle-Mucke. Hör mal rein, das ist geil. Das ist wirklich meine Entdeckung der Woche, beziehungsweise danke Kaoti. Die hatte mir das vor bestimmt mittlerweile schon im Jahr ein Lied geschickt, und zwar Arbeit macht mir keinen Spaß oder sowas. Und da geht's, du kannst mich ja mal runterstufen, also ich mache heute gar nichts und du vom Arbeitsamt kannst mich runterstufen, 10% oder 20%. Witzig. Großartig, auch richtig geiler Song. Und den habe ich immer gefeiert, aber ich habe einfach nie drüber nachgedacht, mal zu gucken, was macht der denn sonst noch? Und das habe ich diese Woche endlich mal gemacht. HC Baxter. Mega geil. So, was hast du ja für uns Schönes? Ich habe einen Song, mit dem ich nicht so viel erzählen möchte, weil es würde viel vorwegnehmen. Und zwar von Stevie Wonder, Pastime Paradise. Das werdet ihr nicht kommen sehen, was das für ein geiler Song ist. Es ist ohne Scheiß. Ich habe den zufällig gehört und dachte... Geht mal blind rein in den Song. Ja, wie der Komponist selber. Und ich dachte, what the fuck? Und mir ist was zerbrochen, aber ich fand es irgendwie auch spannend. Hört rein, es soll ein Cliffhanger sein, dass ihr mal in die Playlist reinschaut. Brennholz unter Musik auf Spotify. Pastime Paradise von Stevie Wonder. Reinhören, ich verrate es euch nicht. Ich war überrascht. Mir ist die Kinnlade nach unten gefallen. Ich fand es irgendwie auch spannend. Da unten hole ich sie wieder ab, denn da unten werde ich mich hinbegeben, um die Woche zu bewerten, denke ich. Ja. Ist nicht viel passiert, ne? Letzte Woche hatten wir eine 2. Ich glaube, es war diese Woche sogar noch weniger, oder? Also natürlich die positiven Sachen, die möchte ich hier nicht unter den Teppich kehren. Aber sonst, ich meine, die Demo... Atomic Heart ist letzte Woche rausgekommen. Ich würde für die Demo schon ein bisschen was geben, weil die war schon sehr, also in meiner Bubble sehr relevant, wurde viel diskutiert, dass da eben doch auch sehr viele Holocaust-Leugner und sowas waren. Wagenknecht, der auch gesagt hat, irgendwie wir heißen jeden willkommen, der für Frieden ist, und dann auch die AfD, naja, super. Ja, also deswegen würde ich schon auf eine 3 gehen. Ich fand es ein bisschen mehr als letzte Woche, ist meine Meinung. Dann sagen wir 3. Geh ich cool. Mit. Wenn ihr in Dresden seid, ich war in Dresden am Donnerstag und da gibt es einen richtig geilen veganen Döner. Der Dicke Schmidt, glaube ich, heißt das. Aha. Richtig geil. Dicker Schmidt in Dresden. Auch nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt oder so, vom Bahnhof. Geiler veganer Döner. Gönnt euch. Mein Tipp. Gut. Und gönnt euch unsere Playlist. Gönnt euch weitere Folgen Brennpunkt Internet oder Hörerwunsch. Gönnt euch irgendwas anderes. Morgen kommt das neue... Top 25 in Osterrafo TV Gags. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist eine geile Reihe. Macht jetzt Spaß zuzugucken. Das freut mich. Sehr schön von ACTV RTL-Sendungen inspiriert, aber ja, in besser. Ich war ein riesiger Chartshow-Fan. Ich fand es mal witzig, wenn die da so reingeflogen kamen und so. Ja. Also, es machte wurde schon sehr gut. Da kommen noch mehr Gags. Nice. Sei gespannt. Nice. Gut, Leute, ich höre Musik und das ist das Ende. Kommt von allen. Bis nächste Woche. Wascht euch. Ich will euch mal waschen. Ich soll die Ohren waschen nach dem Podcast.